Weiter geht die lustige Fetzchenfahrt hier. Zack. Dann schauen wir mal. Notwendigkeit. Tun, was getan werden muss. Schwere Entscheidungen treffen. Als ihr neuer Warden werde ich tun, was nötig ist. Für sie, für diese traditionsreiche Institution, zum Wohle der Menschheit. Bin dir sehr dankbar. Du neuer Warden, du. Das ist wie so ein Dienstgrad. Ich bin der neue Warden. Lokalisiere Elias im Wachraum. Alles klar. Okay. Wie schaut's bei dir aus? Okay, kann ich nichts nehmen. Dann zieh einfach dein Ding durch hier. Ah, fuck. Also gut, die Kämpfe sind wirklich extrem intensiv. Kann man nicht anders sagen. Also, die knallen wirklich drin. Mensch. Ein Hammer wieder haben. So, jetzt ist ein Display. Ich denke ja immer, dass das irgendwas lootable ist hier. Aber nichts. In die Kesse. So, man findet, ihr fühlt sowieso relativ wenig Loot. Aber nichts. Mal rein. Jacob, ihr Blöden, kommt schon, bitte nach! Oh no. Was? Das soll sie aufhalten? Ich hoffe es. Was sind das für Dinger? Unglaublich. Ist egal. Wir müssen einfach nur weg hier. Ja, es war dran. Eigentlich ist das egal. Du musst nur überleben. Was hast du von deinem Plan erzählt? Ja. Ist ja böse. Ist ja bockig. So, kann ich die öffnen? Ja. Schön. Oh, was? Ja, ja, ich muss erstmal looten. Lass mich looten. Leben. Aha. Bisschen Gel gefunden. Schön. Und lauter Credits. Komm hier rein. Ja, ja. Man wird doch mal nur erstmal looten dürfen. Oh, schade. Voll liegen. Okay. Cool gemacht. So, warte mal, hier vorne. Was machst du da? Looten! Aber das können wir gebrauchen. Eine Waffe? Ja, kommt drauf an. Nimm das mit zum Reforge. Du kannst damit eine neue Waffe drucken. Dann hab ich Zeit, mich ins System zu hacken. Okay, na dann, let's go to the Reforge. Drucke am Reforge eine neue Waffe. So, wirk erstmal nochmal hier ein paar grüne Kräuter nehmen. Resident Evil Style. So, was ist hier der Reforge? Bist du der Reforge? So, was haben wir. Was war drin? Nochmal ein Energieumwandler, Revolvermunition, ein Injektor und Credits. UJC-Druck wünscht Ihnen einen United Tag. Einen United Tag, schön. Okay. Eine maßangefertigte und wirkungsstarke Dienstpistolenmodell. Angefertigtes und Widerstands... Okay. Dass es nur in Black Iron gibt. Basiert auf der UGC Modularwaffenplattform. Alles klar. So, und hier können wir uns jetzt... Okay, also zum Fragezeichen kann ich nicht rüber. Denn ziehen wir mal durch. Lass uns mal eine Waffe drucken. Was zum geht? Okay, alles klar. Um hier abzuhauen, wieso nur, mein Freund? Eins, das du fliegen kannst. Hier gibt's einen, der sich ins Netz hacken und eins aus dem Orbit rufen kann. Leider sitzt er in der Schuh. Hochsicherheit. Verdammt schwer, da reinzukommen. Parkt doch schon. Nervt das Chor? Ja, schon von Anfang an. Ja, die können einem das Hirn aufweichen. Keine Sorge, man gewöhnt sich dran. Kennt sich hier wirklich gut aus. Ja, ich hatte sehr viel Zeit. Gut, und was jetzt? Die Schuh... Spazieren wir dir einfach so rein? Schön wär's. Aber so einfach wird's nicht, Mann.
Ich bin schon lange hier und habe Privilegien, die du nicht hast. Also schicke ich dich woanders lang. Aber ich bin dafür deine Augen und Ohren und führe dich. Lass mich nur nicht ein. Werde ich nicht. Privilegien sind jetzt auch im Arsch. Bei wem hast du denn jetzt hier noch Privilegien? Leider nicht. Was für Quatsch ist das denn? So, könnte ich eigentlich jetzt... Was ist das hier hinten eigentlich? Kann ich dir benutzen? Was ist das? Das leuchtet einfach nur lustig. Und freie Auswahl. Aha, okay. Jetzt kann ich auch auf den Schocker zugreifen. Und das... Okay, das Ding kostet quasi Credits. Okay, Bewegungsenergiekondensator, der an allen Mitgliedern des Sicherheitspersonals von Black Iron ausgegeben wird. Zur Verwendung der UGC-Modularwaffenplattform entwickelt. Haben wir ja schon jetzt. So, warte mal, was kostet das? Das kostet 200. Was wäre das? Rekonfiguriere Druck für die Ergänzung. Stabilitätsupgrade. Magnum-Patronen-Schadens-Upgrade. Das ist natürlich cool, du brauchst bloß eine Waffe und du druckst dir quasi die Upgrades dafür hin. Also Schrot-Flinten-Upgrade drin. Boom-Kugeln. Ah, da freut mich schon. Aber das kostet richtig Credits. So, und hier noch Munition. Ah, hier können wir uns Munition drucken. Und Gesundheit. Okay, cool. Ich würde eigentlich ganz gerne mal hier, aber kannst du mir gar nicht leisten. Ah, damit hat sich das schon erledigt. Eigentlich würde ich gerade hier den Energieknüppel mal ein bisschen noch pimpen. Aber niente. Gut, dann warten wir erstmal noch. So, die Frage bezüglich des Speicherns steht immer noch im Raum. Will ich mal so sagen. Strategisches Zielsystem. Nachdem du einen Kombo-Angriff ausgeführt hast, halte auch schon nach dem Schnellschussindikator bei Gegner. Drücke und halte die rechte Maustaste und drücke dann schnell die linke Maustaste, um den Gegner automatisch anzuvisieren und die Waffe für einen zusätzlichen Treffer abzufeuern. Echt jetzt? Also man kann es probieren, was ich eher interessant finde, irgendwie auf dem rechten Bild hat er tatsächlich nochmal Zusatzbalken über seinen Gesundheitshut, so wie so eine Art Schild. Kriegen wir noch ein Schild? Schuss, ich weiß nicht, also ich weiß nicht, ob ich das so verhasen sollte. Oh, oh, plötzlich offen. Ja, also ich will jetzt eigentlich erstmal noch nicht schießen. Tatsächlich. 17. Alter, wie soll ich denn hier mal auf 1800 kommen, wenn ich hier ständig nur 5, 17 und 3 finde? Und in diese Bestie verwandeln. Nimm den Aufzug runter zur nächsten Ebene. Folge deinen Schildern zum Medizinbereich. Ich melde mich. Was ist hier? Bringt aber auch einen Scheiß tatsächlich, wenn ich die kaputt mache. Die ENX hier. So, Pickel drücken hier. Pimple Poppers oder wie heißt die? Die Serie? Sendung? Uah. So muss man sich das vorstellen. So, also ich hab's jetzt, wie gesagt, bewusst erstmal nicht gemacht. Irgendwie, weil ich. Irgendwie, ich weiß nicht, ich möchte Munition sparen. Der Impuls. Wir haben 6 Schuss. Komm ja auf. Also, ich werde es einmal machen, nur um mal zu gucken, wie es ist, aber ansonsten würde ich tatsächlich eher Munition sparen wollen. Ich bin eher so der sparsame Typ. Benny ist der Gegenteil. Benny ballert raus, irgendwie. Ich bin eher so ein Knauserig. Ich bin so ein Prepper. Die Munition horten. Ich würde mich wahrscheinlich eher mit einem Messer durch so ein ganzes Spiel kämpfen, irgendwie, nur um beim Endboss alles an Munition zu haben. Bei Benny ist andersrum. Er ballert sich durch das ganze Spiel und hat beim Endboss nur noch ein Messer. Das ist der große Unterschied zwischen uns. Beides funktioniert. Okay, gut. Aufzug. Ich suche immer ehrlich, zu welchen Seiten er sich öffnet.
Nein, tatsächlich nicht. Dann. Wichser! Schön, dass man kann tatsächlich dadurch ein bisschen was sehen, irgendwie durch die Taschenlampe. Ist hier hinter mir noch was? Ist das hier noch was passiert? Nee. Na gut. Komm mal ran, mein Kleiner. Schleich dich von hinten. Oh, Sneak-Angriffe. Schön. Schnelltötung. Das ist cool. Oh ja, auf sowas stehe ich ja. Also halt so Sneaky Kills. Revolver-Munition. Jetzt können wir ja ballern. Jetzt können wir ja ballern. Die Frage ist eigentlich nur grundsätzlich, wie oft haben wir die Möglichkeit, in dieser Konstellation Gegner auszuschalten, wenn die halt einfach wie geisteskrank auf uns zu ihr rankommen. Oh, Scheiße. Na gut. Let's do it. Also, das ist aber auch, hör mal. Oh, 35. Achso, 35 Leben. Ich dachte 35 Credits. Mann. Okay, also er schießt aber auch nicht automatisch dahin. Ja, dass er das quasi wie so ein Konterangriff macht, sondern du musst tatsächlich auch wirklich noch hinzielen. So habe ich das jetzt. So kam es mir gerade vor. So, wie sieht's mit Nachladen aus? Machen wir mal schnell. Zack, zack, zack. Waffe aus dem Drucker. Mann, in was für Zeiten leben wir. Also das ist ja jetzt kein Science Fiction mehr, das ist ja drin, ne? Das ist ja. Wird ja gemacht. Finde ich schon krass. Was sind das hier so? Das ist dein Tisch, das ist mein Tisch. Aber, ne? Klar durch eine Mauer getrennt. Oh, hier vorne finden wir was. Munition. Schön. 4 Kugeln. Ja, ihr winnst aber auch wirklich keinen. Inventar, komm, hör auf. Hör mir auf. Ich kann nur 12 Kugeln nehmen. Also das ist nicht fair. 12 Kugeln. Na gut, dadurch hat sich natürlich jetzt meine Taktik komplett erledigt, irgendwie. Jetzt wird geballert. Alles muss raus. Also wer nur 12 Patronen mitnimmt, also das da bin ich da hin. Ich kann verstehen, wenn er jetzt halt nicht irgendwie unendlich irgendwelche Sachen, und du findest jetzt hier nur Munition, ne, ist ja klar. Wenn du jetzt nicht unendlich große Sachen einpacken kannst, ey, aber wir reden hier von Kugeln. Dafür muss immer Platz sein. Immer. Ja, das ist aber entspannt. Auf der Leiter ist auch entspannt. So. Ah, ab nach unten geht's. So, mal gucken, ob wir irgendwo noch. Oh Gott, hört sich das fies an. So ein bisschen wie ein Predator. So. Na gut. Da haben wir eine Kiste. Wie kommen wir denn da ran? So eine Falle, Alter. So eine Falle. Alter, sieht der Fische, läuft ohne Kopf weiter? Stimmt denn mit dir nicht? Sag mal. So, Credits? 8 Stück? Ey, das, wie soll ich dann nachher auf so eine Summe kommen, Freunde? So, nachladen. 12 Kugeln. Nicht drauf klar. So. Und was ist das hier? Eine Tankstelle? Einmal Superwetter. Okay, jetzt ein Schacht. Ich habe die Kiste, ne? Ah, sehr
offensichtlich irgendwie positioniert. Schön. 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 Lass ich aber da, brauch ich ja nicht. Nee, nee, nee. So, hin mit dir. Gruselschacht. Oje. Dead bodies everywhere. Dead bodies everywhere. Okay, da jetzt oben weiter. Mal kurz umschauen. Könnte ja sein, dass hier noch Patronen liegen irgendwie, die ich nicht mitnehmen kann. Nee, bin ich jetzt nicht von hier oben gekommen? Nee. Ja, Orientierung fällt mir immer ein bisschen schwer in solchen Spielen, tatsächlich. Deswegen hätte mich tatsächlich auch gefreut, irgendwie, wenn hier so ein Wegfinder mit bei ist. Ist er vielleicht. Nur, dass man ihn jetzt noch nicht so aktivieren kann. Oder einfach dir nicht gesagt wurde, wie der ist. Bestimmt nicht. Was haben wir denn jetzt da unten gemacht? Haben wir da unten jetzt irgendwas gemacht, damit dieser Weg sich lohnt? Den wir gerade gemacht haben? Haben wir irgendwas aktiviert? Lokalisiere den Medizinbereich. Ich gehe mal ganz kurz hier vorne, konnte man noch immer abbiegen. Gehen wir hier nochmal schnell lang. Freizeitraum. Schön, schön. Ich würde mir gerne ein Buch ausleihen, ihr Lieben. Na, zu dir komme ich gleich, mein Kleiner. Zu dir komme ich gleich. Oh je, okay, das nochmal. Terminator? Selbstdiagnose initiiert. Wartung durchführen. Sehen die mich hinter den Kisten? So, mein Kopf, der hier rausschaut. Ich glaube, die sehen ja nicht mehr, wie die aussehen. Jetzt wird da drin geschissen. Ist blöd. Okay. So, Freunde, jetzt ist ja aber Polen offen, du! Hallo, Staunte! Den Neo gemacht! Ja, komme, alle tut. Ich mach den Leinen ein Ende. 21 Credits. Wie viel haben wir denn schon? Alter, wir haben noch nicht mal genug, um ein Update zu machen. Zugriff verweigert. Ach, ja. Ich kann sie nicht öffnen. Du musst die Zugangsdaten finden. Suche in der Umgebung nach toten Wärtern. Okay, vorne lag noch einer. Schauen wir mal nach. So, hier ist mal gar nichts drin. Mal kaputt, weil ich einfach keinen Glasschein mag. Ist das hier wieder der Wirkel? Oh, Alarm. Alarm! Verbinden mit Black Eye und Sicherheitsmeldungen. Es kann nicht weitergehen. So, sammel Implantat. Schneid mit der Klinge das Implantat raus. Oh mein Gott, was? Geht leider nicht anders. Nur so kommst du durch die Tür. Ja,
Ja, das sieht jetzt aber auch nicht besonders aktiv aus, irgendwie, dieses Implantat. Neue automatische Aufnahme, Sir Eric James. Okay. Oder Sergeant, das ist Sir, ist aber schön. Ja, ein Sir, ein feiner Herr. So, okay, haben wir jetzt also Zugang. Wäsche. Ja. So, okay, hören wir uns dann erstmal kurz mal an. Sergeant. Der Sarge. Schön. Kann man machen. Ich hatte keine Wahl. Die Häftlinge sind durchgebrochen. Ich musste die Tür versiegeln. Hört mich jemand? Ja, Officer Jane. Warden Cole? Wo sind Sie? In meinem Turm. Ich beobachte. Was? Warum? Was passiert hier? Das Ende einer langen Reise. Okay. Das hört sich auf jeden Fall so an, als wenn das mit Absicht herbeigeführt ist. Die Nummer. So, gab es jetzt hier noch irgendwo eine Tür? Wir können mal hier vorne nochmal schauen, war da noch eine verschlossene Tür, womit wir jetzt mit dem Implantat durchkommen? Ich weiß es gerade nicht so richtig. Das ist so ein bisschen, also ich bin sowieso orientierungslos, aber, okay. Kann ich das kaputt machen? Nein, kann ich nicht kaputt machen. So. Zugangshalle Tralala. Gehen wir mal lang. So. Station 3. Hier irgendwie jetzt durch. Also mal kommt ein. Das war schon mal ein guter Anfang. Es ist einfach übel. So, hier ist noch ein Gel. Das nehmen wir. Okay. Ah, scheiße, kann ich hier noch. Moment, kann ich die wegschießen? Denn bin ich jetzt etwas irritiert. Geht's gerade nicht so wirklich, wie es wohl hin muss. Vielleicht finden wir nachher wirklich noch so eine Art Stase-Modul irgendwie, die der Captain hatte. Und können dann solche Sachen aus dem Weg räumen. So, schön. Die können wir jetzt wenigstens einsammeln. Freue mich ganz doll. Ganz schau. So, hier hing nur die Treppe runter. Warte mal, war unten noch eine Tür? Wir gucken einfach mal nach. Wir gehen einfach nochmal runter. So, geht auch ein bisschen schneller die Leiter runter? Nee, ich glaube, er macht das. Safety, er ist das Safety First. Ansonsten ist der Abstecher in die Ecke relativ sinnlos für mich gewesen, ehrlich gesagt. Irgendwie. Also wir haben hier ein paar Patronen gefunden und das war's. Schauen wir mal, hier war doch keine Tür oder irgendwas, war die verschlossen. Auf Kiste, hier leuchtet es rot. Schwierig. So, gehen die andere Leiter runter. Ne. Okay, es war einfach schlicht und ergreifend hier einfach nur eine Falle, um dich als Spieler zu foppen. Ein Käse, ey. Also, das ist schon mal nicht der Weg. Achso, du kommst doch hier ja nicht mehr hoch.
Und deshalb kommst du quasi nur hier über den Schacht wieder nach oben. Alles klar. Okay. Ich verstehe. Sollen wir eventuell nochmal zu Elias zurück? Können wir das kurz nochmal schauen. Aber stand ja auch bloß irgendwie im Medizinbereich, ne? Oder? Öffne die Tür der Wäscherei. Warte mal, Wäscherei war doch oben. Wäscherei hat doch oben gesehen. Aber das war doch nicht interagierbar, oder? Also da stand jetzt nicht so ein grüner Türöffnen-Schriftzug drüber. Na gut. Nein. Geh hier rüber. Sehr schön. Diese Aggressivität. So, Verwaltung. Oh, guck mal. Jemand hat schnell eine Scheibe nachgesetzt. Das ist aber. Der Glaser ist zügig hier. Der ist schnell. Muss man mal sagen. So, okay, Verwaltung. Kommst du nicht an. Interessant wäre auch mal, ob quasi ab einem Bereich, wo man tatsächlich noch nicht, die man noch nicht komplett abgeschlossen hat, Feinde respawnen. Ah, was sieht nicht aus. Okay, da vorne ist die Wäscherei. Und da ist verschlossene Tür. Hab ich vorhin echt übersehen. So, und jetzt müssten wir durchkommen, oder? Ja. Schön. Sounds sind auch echt wirklich gut. Ich lokalisiere den Medizinbereich. Scheiße, Notiz an mich. Kein Aufzug mehr nehmen. Nur noch Treppe. So, und wer zieht jetzt hier seine Hose aus? So, würde man fast sagen, jetzt werden wahrscheinlich gleich mal ein paar Zellen noch gehen. Echt jetzt, Alter? Brauch ich dich nicht. Nein. Schade. War natürlich nicht so souverän gerade. Beim nächsten Mal. Okay, können wir weiter. Ist nichts. Hier können wir weiter. Sounds sind Hammer. Fällt mir echt gut. Okay. Spiegel verkehrt. Schauen wir mal, wo wir jetzt hier hinkommen. Wartung. Boah, ey, warum ist denn so groß jetzt hier? Plötzlich. Verlobt man doch. Seht doch kommen. So, okay, hier kommen wir rein. Ist hier noch einer drin? Hier ist noch ein Schacht. Ja. Na gut, okay, dann machen wir die mal auf. Nehmen wir nochmal schnell die Schraubenschlüssel raus. Zack! Los rum mit der Maus. So, kleines Heil hier rauf. Also mit diesem Zusatzschutz, mit dem Zusatzschuss macht's das recht dynamisch, muss ich sagen. Also
Man hat so das Gefühl, dass man nicht einfach nur so stumpf aufkloppt. Was aber trotzdem der Fall ist. Aber die Illusion, dass das alles irgendwie, dass du der totale Fancy Fighter bist, voll die Mega-Skills hast, ist da. Haben sie cool gemacht? Noch. Mal schauen, wie lange. So, oh, was haben wir hier? Oh, was ist denn das? Makelloser Energieumwandler. Ist nicht dein Ernst. Ist nicht dein Ernst, mein Kleiner. Nein, ich hätte die Dinger verkaufen können, wa? Nicht so geil. Ja, muss ich verschwenden. Ich dachte tatsächlich, dass man die eventuell wirklich noch zum Umbau braucht für irgendwas. Das Ding halt drin gelassen. Oh, ja, nicht dran gedacht. Ich hab mir noch meine Pistole gedruckt. Und ab, weg vom Drucker. Na gut. Also, Inventar ist sehr, sehr, sehr knäppig besetzt. Alles. Sehr spärlich. So. Oh Gott, na da, hier freue ich mich aber wieder zurückzuklettern. Es sei denn, wir kommen tatsächlich auf der anderen Seite raus. Ja, von der Tür. Ja, von dem spiegelten Gang nach unten. Also egal wie, hier möchte ich jetzt nicht nochmal durchklettern. Ist mir sehr langatmig. Aber es sieht anders aus. So, jetzt... Ist das bestimmt der medizinische Bereich? Sicher nicht. Ja, wir gucken mal. Oh Gott, Alter. Was ist das denn hier? Schön. Point of no return. Ganz, ganz schau. Okay, hier eine Leiter hoch. Jetzt hier vorne hin. Hier kann ich mich irgendwo durchzwängen. Ich würde es mal machen. Okay, sieht aus wie Versammlungsraumchefbüro. Und da vorne sieht bestimmt irgendwas, was ich nicht aufnehmen kann. Ja, doch. Das ist ein Duncan Cole. Na dann, mal gucken, was der Chef sagt. So, Duncan Cole. Also er hat auf jeden Fall damit was zu tun, mit diesem Ausbruch hier. Das erkenne ich schon ganz klar an seinem Schreibtisch.